Was ist eigentlich Instinkt und was ist eigentlich Intuition? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht und inwieweit ist es wichtig für euch im Leben und inwieweit vertraut ihr darauf? Genau das ist heute mein Thema und zwar möchte ich euch gerne willkommen heißen bei meiner neuen Episode von Changing Style Hamburg. Ich wieder Jill Fluxig am Start und ich freue mich sehr, mit euch wieder ein neues Thema zu besprechen, mit der Motivation, euch zu inspirieren und auch euch anzuregen oder sie anzuregen, ein bisschen mehr auf euer Bauchgefühl zu hören. Und zwar diese Begrifflichkeiten Intuition und Instinkt werden im Allgemeinen relativ schwammig definiert, sage ich mal, beziehungsweise auch von der Wissenschaft allgemein, wenn man das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht erstmal betrachten möchte, relativ, sage ich mal, oberflächlich oder sage ich mal ein bisschen meiner Meinung nach sogar arrogant gehandhabt wird. Es wird so ein bisschen belächelt, ach, weil man das im Prinzip auch gar nicht nach wissenschaftlichen Kriterien, sage ich mal, zerkleinern kann und irgendwie in Begriffe packen kann, weil es ist etwas, was schwer zu beschreiben ist, genau wie der sechste Sinn oder Telepathie oder sowas. Oder esoterische und spirituelle Themen sind in der Wissenschaft relativ wenig behandelt und dementsprechend werden die auch ein bisschen belächelt oder aber, sage ich mal, arrogant abgehakt. Ich möchte die Wissenschaft natürlich nicht schlecht machen, die moderne Wissenschaft, weiß Gott nicht. Gott lobe sozusagen die moderne Wissenschaft. Wir haben sehr viel Wissen und Erkenntnisse durch die moderne Wissenschaft errungen können in den letzten Jahrhunderten sozusagen. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Aber die Wissenschaft selber bestätigt selber, die Astrophysik zum Beispiel, dass sie vom Universum quasi nur ein Wissen von gerade mal 5% haben. Und das bestätigt im Prinzip, dass die Wissenschaft, weiß Gott, noch nicht alles im Leben oder auf der Erde, die ganzen Phänomene, die wir allgemein noch nicht geklärt haben, noch nicht ausreichend erforschen konnte. Genau das gleiche auch mit Intuition und Instinkt, meiner Meinung nach. Da möchte ich im Einzelnen diese beiden Begrifflichkeiten, Eigenschaften, Fähigkeiten von Menschen mit euch, mit ihnen kurz erläutern. Da fange ich an mit Intuition. Intuitiv, wie ich schon gesagt habe, wissen wir, was Intuition ist. Und intuitiv vertrauen wir auch auf unsere Intuition. Und im Allgemeinen lässt sich genau Intuition. Im Allgemeinen lässt sich Intuition so erklären, dass es quasi quasi eine innere Eingebung ist, ein inneres Wissen. Aber auch ein Bauchgefühl nennen es auch viele und aber auch eine Art Lebenserfahrung, die man auch mit Intuition verbinden kann im Prinzip. Desto intuitiver man ist oder desto lebenserfahrener man ist, desto intuitiver tut man wahrscheinlich auch viele Dinge mehr, weil man dann seinen Kopf eher abschaltet und nach seinem Bauch bzw. Herzgefühl geht und nach seinem Spirit, nach seinem Geist. Meiner Meinung nach hat der Geist sehr viel damit zu tun, dass man intuitiv ist oder nach seiner Intuition handelt. Intuition ist nach meiner Interpretation ein verankertes Wissen im Geist, was sich zusammenfügt mit den Erfahrungen und dem Wissen, dem man im Intellekt und im Verstand verankert hat. Intuitiv wissen wir zum Beispiel, welche Farben uns stehen, welche Farben auch nicht. Intuitiv wissen wir, was wir zum Beispiel essen, ob das gesund ist oder nicht. Intuitiv wissen wir, wenn wir einen Menschen mögen oder nicht, ob diese Person uns gut gesonnen ist, wohlgesonnen ist oder nicht, ob wir mit einer bestimmten Person klarkommen werden oder nicht. Und das haben wir so intuitiv in uns drinne, also in einem Bruchteil von Sekunden wissen wir quasi, können wir sofort erahnen und zwar wissen, ob wir eine Person mögen oder nicht. Das passiert alles sehr unterbewusst und das ist genau der Punkt, dass Intuition
eine Verbindung ist zwischen dem Geist und des Unterbewusstseins. Zum Beispiel ist es auch so, wenn man sich kleidet, einige Menschen wissen intuitiv, welche Farben ihnen stehen, und andere Menschen quasi nicht. Also das, was ich gerade vorher gesagt habe, einige Menschen würden das gerne wissen, intuitiv, aber da brauchen sie noch so ein bisschen Hilfe quasi. Und zum Beispiel Frühlingstypen oder Herbsttypen, die haben wunderbare Frühlingsfarben oder Herbstfarben, die sie intuitiv aussuchen. Weil sie wissen, das passt einfach super zu den Haaren oder halt zu dem Teint oder Augenfarbe und so weiter und so fort. Und das Gleiche natürlich auch instinktiv macht man das. Genau, nicht jeder hat diese Intuition so ausgeprägt, dass es quasi zufriedenstellend ist. Diese Intuition kann man auch schulen und man muss vor allem auch darauf vertrauen. Das, was ich meinte, ist, intuitiv weiß das eigentlich im Prinzip jeder, nur ist es, glaube ich, ein Mangel, sage ich mal, auch wenn sich das jetzt doof anhört, ein Mangel an Vertrauen in die eigene Intuition. Deswegen plädiere ich sehr auf Ihre Intuition oder eure Intuition, deine Intuition. Vertraue ein bisschen mehr einfach darauf, weil das Bauchgefühl, euer Herz und euer Geist gibt euch meistens den richtigen Weg an. Und genau, das ist auch eine Sache der Lebenserfahrung, wie ich schon gesagt habe, und aber auch eine Sache, die man sich erlernen kann. In unserer Gesellschaft ist es mittlerweile, was heißt mittlerweile, in unserer Gesellschaft ist es halt so, Menschen, die halt intuitiv oder instinktiv oder spirituell sind oder besondere Fähigkeiten in dieser Richtung haben, sage ich mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen belächelt wird, weil alles, was man in Anführungsstrichen wissenschaftlich, psychologisch in Anführungsstrichen nicht erklären kann, tut man ab als was weiß ich was, sondern nimmt das quasi nicht ernst. Obwohl das wiederum ein Widerspruch ist und ein Paradox an sich, in der wissenschaftlichen Arbeit wird die Intuition selber als ein Punkt des wissenschaftlichen Arbeitens aufgeführt. Auf der anderen Seite ist es jedem in der Wissenschaft halt schwierig, das auch zu definieren, beziehungsweise auch danach zu gehen und dies nicht zu belächeln. Instinktiv entscheidet man sich für das Richtige im Leben, sage ich mal. Und wichtig ist auch dieser Intuition, sage ich mal, die Wertschätzung zugutekommen lassen und einfach darauf zu vertrauen, auf gut Deutsch gesagt. Genau, glauben Sie einfach da oder glaub einfach ein bisschen mehr auf deine Intuition. Hör auf mehr auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl und auf deine innere Weisheit, weil diese innere Weisheit, wie ich schon gesagt habe, ist nach meiner Interpretation Intuition. Wahrscheinlich ist es auch so, meiner Meinung nach, nach meiner Interpretation, dass dieses Wissen in unserem Gen weiter übertragen wurde oder, sag ich mal, durch Veranlagung. Durch die genetische Weitergabe, Übertragung von Generation zu Generation mit neuen Erkenntnissen immer wieder weitergegeben wird. Und das ist ein inneres Wissen, was wir in uns haben. Und deswegen plädiere ich wirklich sehr, auch ein bisschen mehr darauf zu achten. Und davon abgesehen, einfach mal Politik und Wissenschaft und Gesellschaft, sage ich mal, das zu belächeln oder nicht, das ist genau der Punkt. Jeder, der so ein bisschen anders ist, wird so ein bisschen zum Außenseiter in Anführungsstrichen, auch wird zu so Esoterik und Spiritualität so ein bisschen belächelt in Anführungsstrichen. Im Großen und Ganzen ist Religion oder sind Religionen nichts anderes als Spiritualität und da können sie auch vieles nicht erklären. Da fängt nämlich auch das Phänomen auch schon mal an. Da kann man natürlich jetzt philosophieren, gibt es Gott und was ist Gott und ist es jetzt von den Menschen selbst erfunden oder gibt es wirklich die größere Schöpfung und genau, die einen glauben an Gott, die anderen glauben an das Universum und an die kosmische Gerechtigkeit, an den Kosmos. Das muss jeder für sich selber wissen und definieren und entscheiden. Genau, in dem Sinne plädiere ich wirklich auf eure Intuition und dann komme ich jetzt auf Punkt
auf meinen nächsten Punkt, das ist euer Instinkt. Genau, über diese Themen, bei den beiden Themen oder Begrifflichkeiten, Fähigkeiten, Eigenschaften, Gaben, sage ich mal, habe ich mir auch natürlich so ein bisschen jetzt vor diesem Video ein bisschen Gedanken gemacht. Es ist natürlich nicht einfach, über diese beiden Themen so, sage ich mal, auf Freestyle einen Vortrag zu halten. Ich habe mich gar nicht großartig darauf vorbereitet, ein, zwei Videos geguckt, selber auf YouTube und auch noch nicht mal Texte danach gelesen. Bei Intuition hatte ich kurz bei Wikipedia nur geguckt und bei Instinkt hat im Prinzip auch mein kurzes Googlen nochmal das bestätigt, was ich im Prinzip auch wusste. Genau, Instinkt ist, ist der Antrieb. Oder sind die Triebe oder ist der Trieb. Genau, da nehme ich als Beispiel zum Beispiel den Überlebensantrieb oder die Überlebensinstinkt. Oder aber den Überlebensinstinkt, den Selbsterhaltungstrieb, nenne ich auch als Selbsterhaltungsinstinkt. Also instinktiv und intuitiv durch die Gene verankert, aber auch durch das eigene innere Wissen und das eigene Abrufen von Wissen, Geist und Erkenntnisse sind wir so weit, dass wir dieses Wissen haben in uns. Nur es wird wenig thematisiert, also instinktiv oder über Jahrtausende, Generationen wurde dieser Instinkt von uns Menschen über unsere, wie gesagt, über unsere Gene nach meiner Auffassung weitergegeben. Natürlich immer wieder mit neuen Erkenntnissen in den Genen, im DNA sozusagen. Und was aber wirklich traurig ist, instinktiv sind zum Beispiel Tiere in der Tierwelt. Die Tiere handeln instinktiv und wissen, wie sie sich selbst erhalten müssen und ihr Jagdinstinkt und Überlebensinstinkt und Fluchtinstinkt und, sage ich mal, sich Selbsterhaltungsinstinkt, sich natürlich verstecken vor Fressfeinden und so weiter. Das funktioniert bei den Tieren zu 99,9%, würde ich mal behaupten. Und vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal gelesen, dass bei den Menschen dieser natürlich angeborene Instinkt, wie bei den Tieren, den wir vor tausenden, tausenden Jahren hatten, wie bei den Neandertalern zum Beispiel, die hatten ja kein Fernsehen, kein Google, kein YouTube und so weiter und so fort, um da mal einfach sich schlau zu machen, auf gut Deutsch gesagt, sondern instinktiv und intuitiv haben sie überlebt, durch die Anpassung und Selektion der eigenen Schöpfung, sage ich mal. Und das währt ja fort, sozusagen. Genau, wir Menschen haben unseren angeborenen Instinkt nur noch zu 5%, so hatte ich das vor vielen, vielen Jahren mal gelesen und das kann ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen, weil wir sind wirklich teilweise so dermaßen, hört sich doof an, oberflächlich geworden und verweichlicht, gerade durch die Medien und auch durch die Normierung durch die Gesellschaft und durch die Erziehung, dass wir quasi, wenn wir auf unser Instinkt hören oder das auch noch so betonen, dass wir eher so ein bisschen belächelt werden und es keiner so richtig ernst nimmt, sag ich mal. Es ist wirklich traurig, dass das so ein bisschen belächelt wird, in Anführungsstrichen, und man gerade diese wichtigsten Gaben, die wir haben als Mensch, als geistige Wesen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, dass solche Gaben und Fähigkeiten, Eigenschaften abgetan werden. In dem Sinne habe ich jetzt dieses Video auch heute für euch gedreht, möchte es auch jetzt nicht zu lang halten, wie immer, dass ihr auch Spaß habt, euch dieses Video anzugucken und euch auch nicht langweilt, weil das ist auch ein relativ tiefsinniges, tiefgründiges Thema. In dem Sinne gibt es auch noch viele, viele andere, sage ich mal, Beispiele, die man jetzt hier noch aufführen könnte. Hier möchte ich einen Cut machen sozusagen und euch einfach motivieren, mehr auf eure innere Stimme und auf euren inneren Antrieb zu hören. Und genau, das ist das nämlich, was uns auf den Beinen hält, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wenn wir natürlich zum Beispiel auch schlechte Phasen haben oder so, da haben wir normale Menschen in Anführungsstrichen, die normal funktionieren in Anführungsstrichen, einen Selbsterhaltungstrieb und nach schlechten Tagen, sage ich mal in Anführungsstrichen, kommen dann auch wieder gute Tage, da haben wir unseren Selbsterhaltungstrieb
Und natürlich auch unseren Trieb und zum Beispiel fortzupflanzen, das gehört noch dazu. Natürlich unseren Sexualtrieb, Sexualinstinkt, dass man sich fortpflanzen will, das gehört natürlich auch zu unserer Evolution dazu, dass es sich weiter vererbt hat in unseren Genen, beziehungsweise im DNA, dass wir quasi fortwähren können als Wesen, als Menschen. Das gleiche natürlich auch bei den Tieren, die haben natürlich auch ihren Sexualinstinkt. Und instinktiv bzw. intuitiv haben sie ihre Paarungszeit zu bestimmten Zeiten. Und das wissen natürlich auch, wenn das Weibchen zum Beispiel paarungsfähig ist oder bereit ist. Das ist auch alles instinktiv. Da sagt auch keiner, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Das ist jetzt, was weiß ich, so und so der 20. im Monat. Jetzt ist die Zeit, dass ihr euch Part sozusagen in Anführungsstrichen bei den Tieren. Es läuft ja alles bei den Tieren instinktiv. Genau das ist ja das, was ich meine. Dass wir das Menschen ja auch haben. Und dass wir einfach eher den Kopf mal ausschalten und mehr auf unsere innere Stimme und auf unseren Instinkt hören. Und auch gucken, insbesondere auch, was tut uns gut, was tut uns nicht gut. Welche Menschen in unserem Umfeld sind uns wohlgesonnen und gönnen uns auch gutes Leben, sage ich mal, oder glückliches Leben. Bin ich, wenn sie einen oder wenn du einen schlechten ein schlechtes Gefühl hast, intuitiv ein schlechtes Gefühl hast sozusagen, dass diese Person dich zwar anlächelt, aber intuitiv dir nichts gönnt, dann motiviere ich dich auf jeden Fall oder euch, sich von diesem Menschen oder dieser Person fernzuhalten, weil das möchten sie nicht, dass sie negative Energien um sich haben. Und instinktiv wissen sie das natürlich auch, das ist auch wieder so ein Selbsterhaltungstrieb, dass man an seine eigene Gesundheit und an sein eigenes Wohlbefinden denken will und denken muss. In dem Sinne, ich mache definitiv noch ein Video hier zu diesem Thema. Es war jetzt gerade ein Brainstorming in Anführungsstrichen und hat sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen hier zu diesem Thema etwas vorzutragen. Ich hoffe, ich konnte euch motivieren und sie motivieren und ich freue mich sehr auf ein nächstes Video mit euch, mit ihnen. Genau, wie üblich, gerne liken, teilen und abonnieren, da werde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen intuitiven Tag und ein instinktives, schönes Leben sozusagen. Bleiben Sie gesund, gerade jetzt in dieser Krisenzeit. Da plädiere ich auch auf euer Instinkt, auf eure Intuition. Vertrauen Sie auf das Gute, vertrauen Sie auf Ihre Intuition und instinktiv machen Sie das Beste aus sich und aus Ihrem Leben. In dem Sinne, ciao, ciao.